Wir werden zunächst den Boden der abgesperrten 1,5 Hektar großen Waldfläche gründlich absuchen. Weitere Kriminaltechniker untersuchen den Baucontainer, in dem das Opfer mutmaßlich getötet wurde. Er wurde nach dem Verkauf des Waldstücks umgesetzt. Vernichten Sie kein mögliches Beweismaterial. Wenn Sie auf irgendetwas stoßen, bleiben Sie stehen und heben Ihre Hand.